Streets? Our streets. Who streets? Our streets. Who streets? Our streets. Who streets? Our streets. Who streets? Our streets. Es ist Samstag und du sitzt in deinem Zimmer. Du fühlst dich ein wenig alleine, wie auch immer. Aber schlimmer ist, dass es wahrscheinlich so bleibt. Denn von deinen Freunden hat ja keiner mehr Zeit oder Energie. Nach der Arbeit deiner Woche hängt die ganze Scheiße meist noch danach in deinen Knochen. Ihr habt oft versprochen, euch trotzdem zu treffen. Zum Beispiel, weil ihr Bock habt zu rappen. Aber oft ist zu stressig und heute auch. Deswegen hängst du gerade auch enttäuscht zu Hause. Aber plötzlich kommt was Komisches vor. Da kommt von irgendwo dieser Ton in dein Ohr. Du denkst dir sofort, alter heftiger Shit. Unglaublich viele Stimmen mit Bässen gemischt. Und was noch besser ist, es wird ständig lauter. Du hörst sofort, dass du das Fenster aufmachst. Who streets? Our streets. Who streets? Our streets. Who streets? Our streets. Haben ein paar von den Tausenden gestartet. Jetzt ist Party, wo man sich sonst nicht mal anguckt. Eine große Crowd statt 28 Randgruppen. Tanzmucke ist nur ein kleiner Teil. MCs sind nicht mehr als nur die Feinarbeit. Es geht um weit mehr als einmal kurz eine geile Zeit. Energie, die nicht kommt, wenn du alleine bleibst. Aber einerlei, zurück zum Geschehen, wo wir Straßen, Gebäude und Brücken einnehmen, ohne Rücksicht zu nehmen auf Kameras und Zäune. Reclaimed Beats für angenehme Leute, die begeistert aus ihren Fenstern applaudieren. Bei jeder Werbetafel, die wir abmontieren. Wir schreien laut, weil uns die Gegenwart fehlt. Guten Tag, wir wollen die Gegend zurück. Who streets? 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 Aber leider ist viel davon Privatbesitz. Und der wird normal in diesem Staat beschützt. Ganz egal, ob er allen unsympathisch ist. Und spontane Rebellion, die mag er nicht. Und so kommt ganz schnell, niemand wundert das. Die ein oder andere Hundertschaft mit einer Hundestaffel und Waffen im Anschlag, Pfeffer und Schild und Wasser in Panzern. Was für eine Chance haben da paar hundert Freaks, mit nicht mehr sich zu wehren als eine Ladung Musik. Ein moralischer Sieg kann sehr schmerzhaft sein. Doch aufzugeben fällt uns im Ernst nicht ein. Babylonische Klonkrieger sehen ziemlich krass aus. So schließen wir Ketten, drehen den Bass auf, stehen bereit, uns stark zu verteidigen und noch ein bisschen diesen Staat zu beleidigen. Aber diesmal haben sie sich übernommen, doch von allen Seiten plötzlich Lärm rüberkommt. Aus dem Kessel der Kopf wird ein innerer Ring, nach Kräften bemüht, sich in Sicherheit zu bringen. Und jeder, der da war beim Reclaim the Streets, geht am Montag zum Job und reclaimt den Betrieb. Ich geb zu, so leicht geht es zwar nicht, doch beweg dich, sobald du eine Gelegenheit kriegst. Who's